Hallo Leute, recht herzlich willkommen zur 50. Folge Assassin's Creed. Mann, ziemlich schnell gegangen jetzt schon mit der 50. Folge, aber bin echt gespannt, wie lange das Game hier noch geht. So, wir sollen jetzt Cleopatra im Palast abliefern. Schauen wir doch mal, ob wir da ungestört reinkommen. Und wenn euch die Folge gefällt, würde ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder auch Abo freuen, wie ihr lustig seid. Alles gern gesehen. So, jetzt aber los. Lasst uns Spaß haben jetzt hier mit der Folge. Ich bin echt gespannt, jetzt, wie es jetzt weitergeht hier. Und wir spielen jetzt mit der Aya. Ich glaube, jetzt ist das erste Mal eigentlich so richtig, dass wir mit ihr spielen. Und wir sehen ja auch schon, da oben ist schon wieder ein Sperrgebiet. Ich denke mal, die werden uns aber bestimmt in Ruhe lassen. Kein Zutritt ohne Eskorte oder königliches Siegel. Ich bin der Nomarch von Heliopolis. Und das sind meine Phylakidae. Wir bringen Geschenke von unseren örtlichen Händlern. Lass sie passieren. Mit einer Eskorte. Folgt mir. Okay. Eieiei. Hier entlang. Unser Imperator weiß die Gastfreundschaft zu schätzen. Habt ihr den warmen Empfang genossen, für den unsere Pharaonen berühmt sind? Wir feiern erst, wenn eine Allianz besiegelt wurde. Euer Wesir und der König haben uns hier im Palast würdig untergebracht. Allerdings kann ich nicht garantieren, dass mein Imperator euch empfangen wird. Das verstehen wir. Du bist ein guter Legionär. Wir haben Geduld. Glaubst du, wir können das mit allen aufnehmen? Natürlich. Unsere Götter sind besser. Sind wir bald da? Ja? Achso. Die muss praktisch hinter ihm sein, damit wir weiterkommen. Mihi Plaket. Ich glaube gar nicht, dass der ein Abkommen mit der Kleopatra macht. Der Imperator Cäsar. Der wird die bloß ausgenutzt haben. So glaube ich, war es damals auch in der Geschichte. Wir kommen vom großen Pharao Ptolemäus dem 13. Gesandte aus dem Osten mit Geschenken für euren Imperator. Und weiter. Eine Opfergabe? Soll ich euch helfen, den Teppich zu tragen? Nein, tut mir leid, das wäre ein Sakrileg. Nur die Phylakidae dürfen ihn berühren. Sie wurden vom Hohepriester geweiht. Tretet zur Seite, Legionäre! Offizielle Gesandte des Pharao! Wer bist du? Du siehst aus wie ein Fahrer aus dem Hippodrom. Das bin ich. Besuch doch mal ein Rennen. Der sivanische Krieger. Weiter hier entlang. So, wir kommen näher. Rühren. Ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig, damit wir da durchkommen. Bis die Politik geklärt ist. Mein Palast steht euch zur Verfügung, Gaius. Früher oder später musste Pompeius sterben. Okay, haben wir es geschafft anscheinend. Pompeius war euer Gegner, Cäsar. Zuerst war er mein Freund. Aber du hast recht. Nun lass uns über unsere Allianz sprechen. Was soll das? Verzeiht, mein Cäsar. Ein Geschenk unserer Pharaonin Kleopatra. Pharaonin? Das ist kein Geschenk. Das sind die Freunde meiner Schwester. Das ist eine Falle. Anstelle eines Gesandten schickt Kleopatra einen Teppich? Wir fragen uns, wie ihr alle in unseren Palast kamt. Wache! Tötet die Verräter! Mein leidiger Bruder. Er lässt den Wein zu Essig verkommen und unser Königreich zerfallen. Verehrteste, euer Mut wird nur von eurer Schönheit übertroffen. Flavius, bitte. Wir können euch bieten, woran unser Bruder gescheitert ist. Eine Hochzeit.
Eine echte Hochzeit natürlich. Verbündet ihr euch mit meiner Schwester? Lasse ich jeden Römer in Alexandria töten. Genug der großen Worte, kleiner Bruder. Raus, alle. Ich lasse euch rufen, wenn unsere Unterredung beendet ist. Ich möchte mir gern beide Seiten der Geschichte anhören. Potinus und Septimius sind fort. So ein Mist. Du bekommst deine Rache schon noch. Jetzt ist Kleopatras Zeit, um offiziell Königin zu werden. Und wenn sie Königin ist, können wir von innen agieren. Das Netzwerk zerschlagen. Morgen wird unsere Königin Schmeichelei in einen Fortschritt verwandelt haben. Dann treffen wir uns wieder in den Gärten. Ihr habt euren Wert 10-fach bewiesen. Ihr seid wahrlich große Magi. Da bin ich ja gespannt, ob das wirklich so einfach geht. Ich glaub's eher nicht, aber wir schauen einfach mal. Vogel ein bisschen Futter gegeben hier. Ah ja, Liebes, danke für dein Kommen. Alles läuft gut mit dem großen Cäsar. Gut, meine Königin. Bald sitzt ihr auf eurem Thron. Ja, ja. Tu uns bitte einen Gefallen. Das Grab. Wir möchten dem großen Cäsar die Ehre erweisen, den Erschaffer unseres Königreichs zu sehen, Alexander den Großen. Ihr wollt euren neuen Liebhaber beeindrucken. Das Grab ist versiegelt, oder? Das ist es, doch durch eine Tat Gaias, nicht durch ein königliches Dekret. Ein Erdbeben in den frühen Tagen der Herrschaft unseres Vaters hat die Tür versperrt. Kennst du unsere Metropole so gut, dass du einen alternativen Eingang vorschlagen könntest? Durch den Untergrund. Du würdest von unten eindringen? Nun, ich würde einen Weg in die Zisternen und Kanäle darunter suchen. Und dann einen Weg finden, um den Durchgang ins Grab zu öffnen. Das würde unser Problem lösen, doch es scheint idealistisch. Das Schicksal hilft denen, die es ignorieren. Ich untersuche das Gebiet um das Grab und ergründe das. Exzellent. Viel Spaß. Okay, erreiche den Eingang zum Grab. Jetzt will ich aber mal schauen. Mit der können wir gar nichts machen. Schauen wir doch mal. Oh, Kleopatra weggestoßen. Wir haben ja auch keine Karte oder sowas. Wo sollen wir denn hier hin, bitte? Das ist da unten drunter. Aber ich habe jetzt hier auch keinen Anhaltspunkt. Oder wir müssen noch von der anderen Seite ran. Untergrund. Wir müssen aber hier anscheinend hier rein, oder? Habe ich dir von dem Poeten Catullus erzählt? Das glaube ich nicht. Noch so ein Hund, der mich in seinen Versen erwähnt hat. Okay. Das ist eine Sackgasse, meine Herrin. Ich sehe selber nach. Nur für zerbrochene Speere.
Diese Römer haben wirklich alles versucht. Sie hatten recht. Dieser Weg ist wirklich versperrt. Das Erdbeben hat wohl die Struktur verändert. Seltsam. Diese Wand ist nicht so stabil, wie sie... Es muss einen Weg geben. Herum! Was ist das? Haben wir schon gefunden, den Eingang. Das hier ist viel enger als die Höhlen westlich von Siva. Damals waren wir auch kleiner. Okay, dann geht's los. Erkunde die Tunnel. Bloß schauen, ob es hier noch irgendwas gibt oder so. Hier wird nichts zu sein. Wohin jetzt, meine Liebe? Hier durch. Es muss durch diesen Abwasserkanal gehen. Niemand hatte den Mut, in Hades Flüsse zu springen. Wir schon. Nach dir, Aya. Okay, da geht's nicht mehr hoch. Wir müssen anscheinend tauchen. Gibt's hier noch was? Okay, scheint nichts zu sein. Ich hoffe mal, dass hier keine großen Riesenviecher wieder sind. Viecher. Ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo Luft schnappen können. Okay, können wir nicht. Das ist hier noch verrecke. Hier geht's auch nicht weiter. Okay, hier schon mal scheint es weiter zu gehen. Jetzt plündern wir gleich mal. Aber. Okay, scheint es weiter zu. Das war ein großes Krokodil. Was? Ich habe keins gesehen. Ich habe keins gesehen. Okay. Sehr cool gemacht, die Mission. Ich hoffe, das bleibt auch so. Das Grab. Unglaublich. Ich hoffe, du besorgst mir auch mal so einen Sarkophag. Was immer du willst, meine Liebe. Es heißt, sein Sarkophag sei voller Honig. Das Honig? Das hilft, den Kar zu erhalten. Unglaublich. Versprich mir, mich mit meiner Klinge zu begraben, damit ich mich im Gefilde der Binsen verteidigen kann. Versprochen. Diese Zeichen hier unten, sie handeln von Siva, das Gewölbe und ein Zepter, das Alexander hält. Amun steht in einem Feld voller Bäume und eine markierte Sphäre trifft auf sein Zepter. Mann zu König, König zu Gott. Eine markierte Sphäre? Was hast du mit der Sphäre gemacht, die ich dir gab? Ich gab sie Apollodoros. Er liebt solche Dinge. Lassen wir die anderen rein. Ich sehe mich noch weiter um. Diese Gemälde an der Wand. Ich wollte hier eigentlich... Hier ist doch noch so viel Zeug eigentlich, oder? Jetzt plündern wir alles. Ja, ich komme gleich. Gehen wir mal auf. Ich
haben die Rüstung schon cool gemacht bei denen. Der Stab, den er hält. Die Gravierung. Seit meiner Kindheit war dieser Mann mein Vorbild. Er ist dir ähnlich. Ich weinte an seiner Statue in Rom. Mit 30 hatte er ein Reich, das sich über die bekannte Welt erstreckte. Was habe ich denn getan mit meinen 5 langen Jahrzehnten auf Erden? Gemeinsam können wir mehr erreichen als Alexander. Ja. Wie lange noch, bis die Königin aufhört, Caesar zu beeindrucken und bei uns beginnt? Unsere Bedürfnisse sind die ihren. Sie wird liefern. Mein Caesar, unsere Boten wurden bei der südlichen Garnison von Alexandria festgenommen. Die Soldaten haben von einem feindlichen Umfeld berichtet. Festgenommen? Das nennt er Diplomatie? Ich werde meine Wache schicken. Griechische Soldaten passieren die Stadt leichter als Römer. Lasst uns die Sache erledigen, meine Königin. Flavius, komm. Sieh nur. Wir haben den großen König gefunden. Schauen wir doch mal, wer da Stress macht. Es mit der gesamten Garnison aufzunehmen, wird nicht leicht. Vielleicht muss das auch gar nicht sein. Ein wohlüberlegter Mord und ein schattenhaftes Auftreten werden besser funktionieren. Wenn du es mit ihnen aufnimmst, wäre ich gerne an deiner Seite. Ich lenke die Garnison mit einer Prügelei ab. Eine gute Idee. Ich werde die Boten holen. Okay. Wie hoch? Ah ja, los. Zieh durch. Hat die schon ein Pferd? Bewegung, los! Ah, ich glaube, da drüben waren wir sogar schon mal. Gib den Weg frei! Hier drüben waren wir schon mal. Hier ist normalerweise das Sperrgebiet. Du da! Halt! Wow. Hey! Reiß dir die Eingeweide raus! Stirb, du Wurm! Deine Zeit ist um! Du bist kein Gegner! Ich schlitze dich auf! Das Ziel in Sicht! Bringt es endlich zu Ende! Ich komme, um dich zu retten. Jo, das ging noch mal gut. Wir müssen Caesar warnen. Was ist denn passiert? Septimius, sie planen, den Hafen zu belagern und wollen den Palast einnehmen. Ich werde Caesar nicht verraten! Wie viele Köpfe muss ich denn noch abschlagen, bevor Caesar versteht, dass der Schakal sinnlos. Meine Planänderung. Der Löwe sagt, wir müssen zum Pharos marschieren und die Königin in die Falle locken. Dann sagten sie, sie gingen nach... Wohin? Wohin? Dieser Kerl könnte noch mehr Informationen haben. Ich muss ihn zurück zu Caesar bringen. Super, wie soll ich ihn da hinbringen, Mensch? Wirst du mir nicht entkommen?
Hier drüben müsste das Sperrgebiet eigentlich wieder vorbei sein. Ich sammle die Truppen. Da. Soll man da normal durchkommen? Ich brauche jetzt ein Pferd. Ich habe ihn doch schon. Ich sitze doch schon drauf, Mensch. Diese Römer ignorieren uns auf eigene Gefahr. Wir werden randalieren. Meine Mitbürger! Wir müssen zu den Waffen greifen! Ich gehe zum Serapeum. Beten ist unsere letzte Hoffnung. Die Götter sind auf unserer Seite. Her! Okay. Ihr habt loyale Männer, Cäsar. Septimius plant, euch im Palast einzusperren. Euch bleibt keine Zeit. Wie vorhergesehen. Krieg. Flavius? Sie wollen Feuer. Lass uns den ganzen Hafen niederbrennen. Und wenn wir Pharos Licht verändern, weiß der Rest der Flotte Bescheid. Wir schließen im Streitwagen auf. Salve, mein Cäsar. Ich erteile den Befehl. Meine Königin, ihr solltet mich in die Schlacht begleiten. Während diese Soldaten sich niedermetzeln, bleiben wir auf unserem Thron. Wir sind Königin, bis ein Schwert unser Herz durchbohrt hat. Selbst dann bleibt unser Blut auf diesem Thron. Na gut. Ich bleibe. Mein Leben liegt voll und ganz in euren Händen. Nun, der wichtigste Teil des Plans. Leg dies in die Feuerschale des Pharos. Sie begleitet mich durch die Stadt. Und nun, lass die Schlacht toben. Okay. Ah, ja. Wenn du unseren Bruder findest, Ginestoi. Ginestoi. Ich rieche Krieg. Wir setzen unsere Königin auf den Thron. Du bist die Einzige, die einen Thron verdient. Gib mir das Pulver. Cäsar traut deiner Frau diese Aufgabe nicht zu. Beweis ihm das Gegenteil, Liebste. Okay, Leute, damit würde ich sagen, machen wir doch an der Stelle einen Cut. Ist eigentlich optimal gesetzt, würde ich sagen. Und wenn es euch gefallen hat, schaut doch in der nächsten Folge wieder rein. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich wieder ein bisschen supportet. Gut, dann würde ich sagen, ciao, ciao, bis zur nächsten Folge. Euer Andi.